Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa mit einem neuen Part, Chrono Trigger. Im letzten Part sind wir aus dem Knast geflohen. Wir haben Marle wieder bei uns in der Truppe, beziehungsweise Nadja, aber ich bleibe jetzt mal bei Marle. Und wir sind dem Kanzler und ganz vielen Soldaten geflüchtet und wir sind scheinbar in einer Zukunft gelandet. Ich weiß es noch nicht genau, beziehungsweise wir wissen es noch nicht genau und wir befinden uns jetzt gerade in Labor 16 und kämpfen uns hier durch ein paar Monsterhorden. Bäh, Oktobirnen. Die sind eklig. Diese schwarzen Teile, die können sie außerdem noch selber heilen, die sind bäh. Die müssen wir uns kümmern. Und ich glaube, wir müssen nächste Runde mal ein bisschen heilen. Das wäre eine ganz gute Idee. Und zwar mit einem Aura-Wirbel. Dann heilen wir nämlich alle. Glaube ich zumindest. Es ist jetzt nur... Ja, war für alle. Weil es ist ein Wirbel und es trifft ja mehrere Leute. So, dann mache ich jetzt mal einen Feuerwurf auf die Pflanze. Beziehungsweise Fleischfresser. Und wir müssen hier aufpassen auf die Ratten, weil die können Items klauen. Oh, und wir haben uns im letzten Part ausgerüstet in der Zukunft und alles Mögliche gemacht. So. Dann jetzt nochmal mit normalen Angriffen alles erledigen. So, wir haben 43 Erfahrungspunkte erhalten, 3 Tech-Punkte, 80 Gold und ein Äther. Und ein Level-Up für Chrono. Super. So. Was sagt denn unser Status momentan? Wir sind noch gut geheilt. Wir sind mit Chrono jetzt Stufe 9. Die anderen sind Stufe 8. Sehr gut. So, wir müssen hier diesen Viechern ausweichen, weil die können uns Items klauen. Oh, und hier gibt es Truhen. Und was ist ein Berserker, bitte? Autoangriff, mehr Treffer und Verteidigung. Das klingt nicht so gut. Und was ist das? Ach so, der Torschlüssel. Okay. Und wir haben noch eine Kraftpille. Ich glaube, die verbrauchen wir jetzt langsam mal. Ich würde ja glatt sagen, weil Marle ein bisschen zurückliegt, geben wir ihr die Kraftpille. Ist jetzt aber nur eine Idee. Moment, das ging ja gar nicht hoch. Und jetzt haben wir hier noch diese neuen Toniken, die besser waren. Ich sortiere jetzt nochmal die Sachen. Ah, jetzt finden wir uns natürlich besser zurecht. Sehr schön. Ach so, was sagen eigentlich die Techniken? Können wir jetzt bald noch was lernen? Reizen? Okay, wir brauchen noch 28 Tech-Punkte und verwirrt die Gegner. Das ist cool. So, dann jetzt hierher. Hier ist nichts und ich finde es immer noch krass, dass wir in der Zukunft vielleicht sind. Ist ja noch nicht ganz sicher. Und, ah, hier haben wir die nächsten Monster, oder? Ja. Dann erledigen wir die mal. Ja doch, dann Feuerwirbel auf die. Dann greifst du den... Ja, du greifst dir den Krater an. So, die haben 88 Schaden. Die sind jetzt beide weg. Und als nächstes machen wir jetzt wieder einen Kombi-Angriff. Und zwar Zyklon auf den. Damit wir den angreifen können. Luca und Marle überhaupt schießt jetzt auf den Krater. Und Luca gibt ihm dann nochmal einen Schuss. Und jetzt müssen wir nochmal angreifen. Mit einem normalen Angriff, das wird reichen. Super. Wir haben 64 Erfahrungspunkte und 4 Tech-Punkte erhalten, 165 Gold. Und Luca hat auch ein Level-Up, das ist gut. Ich möchte ja nicht im Level wirklich zurückfallen. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist eine Kiste und Viecher. Wo denn? Ach, da. Okay. Bäh. Schon wieder diese Oktobirnen. Ich mag die nicht. So, dann jetzt Zyklon auf den. Einfach, weil der, mit am gefährlichsten ist, weil die Oktobirnen, die halten nicht so viel aus, meiner Meinung nach. Auch wenn sie 130 HP haben, beziehungsweise LP. So, Moment. Dann machen wir jetzt... Nein. Wir machen jetzt ein... Obwohl, lohnt sich nicht, eine Technik zu machen. Greifen wir einfach so an. Oh, und wir haben auch gar keine MP mehr. Wenn wir mal hinter Labor 16 sind, dann müssen wir mal eine Unterkunft nutzen.
damit wir dann wieder MP haben. Weil bislang habe ich noch nicht wirklich gesehen, dass wir Ether kaufen konnten. Ich habe aber, glaube ich, auch gar nicht drauf geachtet. Verdammt, hätte ich mal tun sollen. Hätte ich vielleicht welche kaufen können. Naja. So. Haben wir das erledigt. Dann hier die Kiste. Eine Magnetklinge. War das nicht diese Waffe, die ungefähr, ja, 4000 Gold gekostet hat? Und wir finden die einfach so in der Truhe. Meine Güte. Das ist cool. So, gut, dann... Ah! Oh, die haben uns schon wieder eine Tonik geklaut. Das ist nicht gut. Hier lang. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Ah, die klauen uns die ganzen Toniken. Das ist gar nicht gut. So, dann jetzt ein Magnetbogen. Okay. Wer kann den... Obwohl, das ist wahrscheinlich für Male. Und ja, ich bleibe jetzt bei Male, auch wenn sie Nadia heißt. Ist ja nur eine Gewöhnungssache. So. So, dann gehen wir hier erstmal vorbei und gucken mal. Oh, hier vorne sind einige Gegner. Dann kümmern wir uns um die zuerst, weil wir da eine ganze Menge mit dem Wirbel machen können. So. Ach so, wir haben ja gar keine MP mehr. Hehehe. Okay, dann greifen wir jetzt so an. Du heilst mal mit einem guten Ether. Und du machst mal... Nee, doch, keine Aura. Du greifst mal auch so an. Hier. Wow, die macht ja jetzt richtig Schaden mit dem neuen Magnetbogen. Oh, der Krater ist böse. Aber so viel Schaden machen die jetzt eigentlich noch gar nicht. So, greifen wir mal den an. Und den an. Und du greifst den an. Wow. Das haut jetzt richtig rein. So, ein Krater ist noch da. Der dürfte aber gleich erledigt sein. Ja, absolut. Sehr gut. So, hier geht es weiter. Und die klauen uns immer mehr Toniken. Das ist furchtbar. So, erledigen wir hier auch noch die Gegner. Was sind die hier eingefroren? Nee, sind sie nicht. Ah, hier sind sogar diese Oktoviecher wieder. Bäh. Nein, noch kein Aurawirbel. Na gut, greifen wir mal so den Fleischfresser an. Ja doch, Aura könnten wir mal machen auf Luca. Ich finde es gut, dass wir jetzt nebenbei wen zum Heilen haben. So, dann machen wir jetzt einen Feuerwurf. Das trifft nämlich beide. Ah, die Pflanze wäre besser gewesen, wenn wir die damit angegriffen hätten. Gut. Dann machen wir jetzt Zyklon und greifen die beiden an. Und du machst jetzt deinen Feuerwurf und greifst damit das Ding an. So. Und du greifst auch das Ding an. Sehr gut. Dann haben wir nämlich noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Ich möchte nämlich das Level immer ein bisschen höher halten. Damit wir nicht nachträglich sehr lange leveln müssen. Und keine Schwierigkeiten bekommen. So, dann gehen wir jetzt hierher. Wow. Was ist das denn? Okay. Was sind das? Greifen wir mal die beiden an. Mal sehen, ob das Schaden macht. Nein, das macht keinen Schaden. Das sind Schatten. Okay. Ich glaube, eine Attacke wird nichts bringen. Aber gut, versuchen wir es mal. Und wir heilen mal am besten Chrono. Ja, schlägt fehl. Aber irgendein Trick muss es geben. Denn das ist vielleicht die, wo man gehört hat, von wegen, die sprechen nicht auf normale Angriffe an. Naja, vielleicht auf Elementarschaden. Das könnte sein. Ja, tatsächlich. Hehe. Wir haben sie erledigt. Super.
Gut, jetzt können wir nach oben und nach unten gehen. Ich würde sagen, gehen wir nach unten. Hierher. Ah, hier haben wir eine Kiste. Ein Äther erhalten. Gut. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir schon wieder Schatten. Zwei Stück. Und drei Stück. Und wir haben natürlich nur einen elementaren Angriff. Das ist natürlich sehr schlecht. Dann greifen wir mal hier mit an. Das hier wird es wahrscheinlich nichts bringen, dass wir den anderen mit einem normalen Angriff angreifen, aber gut. Wir können es ja versuchen. So. Ja, ist fehlgeschlagen. So, dann greif du mal mit dem Feuerwurf an und wir greifen mal normal an, auch wenn es nichts bringt und der Kampf jetzt vorbei ist. Und jetzt haben wir wieder hier Schatten. Der erste, der zweite, der dritte. Auch das ist ja noch leicht im Verhältnis, wenn die alle drei zusammenstehen fast. Und du wirst auch angegriffen. Sehr gut. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Bereich momentan. Und Marla hat ein Level-Up bekommen, das ist gut. Ich weiß nicht, mir gefällt es einfach hier. Und wow, was ist das? Okay, was können wir hier tun? Ich würde sagen, versuchen wir es mal mit einem. Ah, das ist ein Mutant, okay. Versuchen wir es mal mit Zyklonen und normalen Angriffen. Wow, der hat 300? Da müssen wir mehr Schaden machen. Gut. Jetzt machen wir gleich wieder einen Zyklon. Der hat ordentlich Schaden gemacht. So. Ah, oh, das dürfte dann schon gleich alles gewesen sein. Ja. Der ist schon erledigt. So, hier kommen wir nicht zwischendurch. Hier auch nicht. Dann gehen wir nach hier. Hier haben wir noch einen Mutanten. Und der blockiert uns auch den Weg. So, dann als nächstes den Zyklon. Dann hier angreifen und da angreifen. Und dann als nächstes wieder ein Zyklon. Also bislang machen wir uns eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich wirklich sagen. Also gegen die neuen Monster. Wir kommen noch gut hinterher in der Levelkurve. Meiner Meinung nach zumindest. So, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Das ist hier. Das ist die Arriskuppel. Kanalisation. Was ist da vorne? Labor 32. Aber es sieht hier aus, sehr verfallen aus, sehr viele Stürme und was? Oh Gott, ich glaube, wir kriegen hier Schaden. Na gut, dann gehen wir doch mal in die Arriskuppel. Hier sieht es auch komisch aus, wie in der anderen. Die Musik ist auch seltsam, aber cool. Na gut, reden wir mal hier mit den Leuten. Wer seid ihr? Ihr da, woher seid ihr? Wir kommen von den Labors im Westen. Was? Hey, ihr sind Leute, die durch die Ruinen gekommen sind. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also, gibt es Menschen, die diese Mutanten schlagen können? Ja, wir haben die mit Feuer angegriffen und alles. Verzeiht, ich bin Doran, Nachfahre des Direktors dieses Infozentrums. Im Keller ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis dahin durch wegen der Wächterroboter. Es ist schlimm. Die sind wohl alle am Hungern. Wart ihr ehrlich in der Kuppel im Westen? Ja. Aha, ist ja auch ziemlich egal. Papa bringt uns was zu essen. Mein Mann ging hinunter in die Lagerhalle. Seither ist er verschollen. Oh Gott.
Das ist hart. Die leben echt furchtbar. Eine alte Fabrik namens Protokuppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Auf dem Kontinent im Süden kommt man durch die Kanalisation, aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Ein alter Mann lebt in einer Kuppel nahe dem Todesgipfel. Der muss ein Spinner sein. Im Enertron ausruhen? Nein, noch nicht. Die Tür mit dem Emblem? Nicht einmal mit Dynamit geht sie auf. Was ist mit dir? Habt ihr Geld? Ja. Sicher, dass das Geld ist? Egal, ich muss einiges loswerden. Ah, jetzt können wir hier neue Sachen kaufen. Ah, die haben hier nur normale Tonik. Die da drüben hatten andere Tonik. Bessere Tonik. Macht aber nichts. Ach halt, Gut, hatten die Äther? Ne, die hatten keinen Äther, schade. Den könnte ich öfter gebrauchen. Na gut, wir sind jetzt hier. Ich würde sagen, ruhen wir uns im Enertron aus. Ja. Wow, wir können da zu dritt rein. Und... Oh, aber der Hunger bleibt. Das ist ärgerlich. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Was haben wir hier? Nichts. Also hier irgendwo da unten gibt es noch die Lagerhalle, nehme ich an. Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir versuchen es eben. Wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig, kommt Leben zurück. Ja, werden wir machen. Allerdings würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part, weil wir haben hier jetzt einen Speicherpunkt und alles. Da würde ich gerne schneiden. Und im nächsten Part sehen wir uns dann im Kellergewölbe um und versuchen, an die Nahrung, die da unten ist, zu kommen. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye.